Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir hier unten gekämpft gegen diese 3000 Leute, da die da dann abgehauen sind. Wir kamen leider nicht nach. Und ja, jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Wir sind immer etwas hier, glaube ich, unterlegen in der Hinsicht, dass die mehr uns kaputt machen, wie wir denen. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir da mal gerade nachlegen müssen. Und ja. Sollten wir gucken, dass wir ein paar Leute noch bekommen, um da unten wieder aufzufüllen mehr. Und ja, ob wir das schaffen, ist die nächste Frage, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall 22,5, die haben 3,2. Und wie die dann nachher weggehen und wie wir dann bleiben, das müssen wir beim nächsten Kampf sehen, ne? Gut, okay. Lassen wir mal ein bisschen laufen. Die kommen schon wieder mit ihren 3,2. 15 und 4, wir sind 23,8. Elsass. Okay. Mal schauen, dass wir da oben. Ach, da machen wir auch welche. 23,9, die haben 4er. Jetzt haben die 4,7. Und wir haben 25,3. So, die ziehen wir zusammen. Ah, die sind schon am Kämpfen. 24. Noch läuft's gut, aber wir sind schon weniger wie eben. 22,5 hatten wir eben, ne? Wir gehen unter die Zahl. Das sieht nicht gut aus in meinen Augen. Wir haben zwar jetzt gewonnen, aber die sind 100 mehr und wir sind 1000 weniger. Also bringen wir die mal gerade mit der Flotte darunter. Und da ist schon einer, den müssen wir auch noch reinbringen. Ist da noch was im Start? Nein, sollten wir noch eine Kanone bauen. Die wieder ein. Oh, die sind schon so schnell da, aber wir müssen wieder zurück da oben den Kanal blockieren wieder, sonst kommen die nachher noch rüber. Oh, jetzt sind wir 30.000. Warte mal, da kommt ein Angebot rein, was wir natürlich ablehnen werden. Stopp mal gerade. Was steht denn hier so drin eigentlich? England, Drittlabor. Okay, ablehnen. Die kamen da schon gerade wieder, ne? 31, 2, 2, geeint sind die. Ich bin. Wie viel haben wir denn hier Mannreserven? 21.000. Lass uns wieder welche machen. Auch wieder Vierer. Mal gucken, was da unten jetzt rauskommt. Quatsch, das war falsch. Weiterlaufen lassen war da angesagt. Die kamen doch hier schon runter, oder? Die haben schon 1000 da mehr und da sind 4-3 schon. Okay, wir sind aber nicht schlecht. Stopp mal, was ist da passiert? Kriegssteuer verlängern und wo, warum haben wir gekämpft? Gegen wen haben wir gekämpft? Gegen den Franzosen und der hatte 8 Schiffe oder was? Ne, hier unten sind sie. Okay, der hat irgendwas versucht. Hat das hier oben aber verloren. Gut, da sind 5-3, das wird dann schon vielleicht schwierig, ne? Oh, Kampf ist angesagt. Was ist das? Künstler gestorben. Wie weit sind unsere Truppen da oben? Ja, die müssen noch wachsen. Ja, das sieht nämlich ganz schlecht momentan schon hier aus, wie man sieht. Obwohl wir aufgestockt haben, läuft es relativ schlecht. 3, 4. Und die schicken wir auch hier runter. Okay, mit der Marine. Okay, gewonnen, aber das war kein tolles Tor. Was machen die denn jetzt da? Die kommen auf 2 Touren oder was? Wir haben 4 aktive Kanäle, okay. Okay, jetzt holen sie die nochmal in der Tourrunde oder was? Gut. Jetzt
Mal weiterlaufen. Warte mal gerade, was ist denn da oben eigentlich an Dingens hier? Ja, die kriegen wir nicht und das ist immer noch das gleiche. Okay, das passt schon nicht, dass da was Neues kommt. Korruption. Wie sieht es finanziell überhaupt aus hier? Ah, schwach minus. Okay, das lass erst so. Die 17 stehen da und da sind jetzt schon 5-1, ne? Ob wir das so hinkriegen, ist die nächste Frage. Da kommt das Schiff auf jeden Fall. Die einen. Jetzt holt er die einzeln ab, oder was? Das ist doch nicht wahr, oder? Na, das werden wir jetzt dann verlieren, gehe ich von aus. Das sind 6. Oh, erstmal hier gucken. Hier kriegen wir 1000 Leute, die wir auch brauchen. Und das ist jetzt in Spanien abberufen. Und jetzt, ja, haben die da angelandet. Das ist ganz schlecht gelaufen. Die sind sofort weg. Gucken wir da nochmal rein. Das sind nur 3 Ländereien, die haben wollen. Ne? Es ist tendenziell wirklich zu überlegen, ob wir... Ich möchte es aber nicht. Irgendwo kriegen wir das, auch wenn wir jetzt hier den Kürzeren ziehen. Das ist nicht wahr, ne? Dass er die Einzelnen da runterbringt. Da haben wir echt geschlafen. Und da sind 31 und da sind 6-3, ne? Da kommen die jetzt. Ich glaube, jetzt werden wir dann eine Niederlage rausziehen, oder? Ja, die Moral von denen geht nicht schnell runter. Ja, das ist es. Das war's. Ja, kommt noch einer zu, aber das bringt uns auch nicht weiter. Darlehen ist verlängert. Die haben hier noch ganz bisschen Moralvorteil, die 4000 Leute, ne? Glaubst du nicht, oder? Das haben wir verloren. Puh. Und das war's dann für uns, ne? Wir sind jetzt da dran, ne? Und wir kriegen die aber nicht weg, oder? Nö, will er nicht. Wo sind die Franzosen? Die stecken damit runter, ne? Weil die gleich hinterherziehen. Angebot an Geld. Akzeptieren wir. Ich glaube, die kriegen wir da auch nicht wieder raus, ne? Weil, wie man sieht, haben wir jetzt hier 21.000 mehr, also das war doof gelaufen, ne? So, hol die wieder hoch. Macht ja keinen Sinn. Ja, dann werden die das jetzt auch noch wieder kriegen und dann ist die Geschichte durch, ne? Schade gelaufen. So, bedeutet neuen Schlachtplan. Was haben wir hier noch? Das müssten wir verringern. 77 hier, aber das... Ach so, hier dürfen wir nichts verpassen. Das müssen wir auch drücken. Das sind 40% können wir drücken. Und dann würde ich sagen, erhöhen wir noch die Stabilität. Guck, dann sind die schon alle weg. Cool. Haben wir nur noch dieses. So, 167. Was wollte man da noch machen dann? Na, gucken wir erstmal hier durch, ne? Ja, das ist schon das meiste. Wir müssten noch was ändern, ja, aber jetzt nicht. Geld. Oh, 9,04. Das ist, ach so, weil die Truppen alle weg sind, deswegen haben wir so viel Geld, ne? Aber wir müssen definitiv hier erstmal gleich Truppen wieder ausheben. Zwei davon und 4 erstmal davon, wenn wir das finanziell stemmen können. Sieht gut aus.
Schiffe sind unterwegs nach oben, ne? Ja, passt. Was dann noch? Flotte weg, hier nochmal reingucken. Okay, das wird leer runtergehen. Wie ist das mit der Korruption? Stand da eben hier, steht das schon, ne? Korruption steigt. 0,03. Können wir das hier auffangen? Ah ja, sie steigt jetzt nicht mehr. Wir bauen sie mit 0,01 ab. 1. Kriegen wir auch so 1,5 hin. So, lassen wir es. Dann geht es ein bisschen schneller, ne? Ja. Gut, okay. Gucken wir mal weiter. Haben wir Händler? So, na, Händler? Ne, das sind Diplomaten. Hier sind die Händler, ne? Okay, und dann müssen wir mal gucken. Ist das denn... Sortieren nach Einkommen. Oder jetzt ist kein Einkommen mehr da, oder was? Was ist das? Sortieren nach Wert. Wieso werden kein Einkommen angezeigt? Verstehe ich jetzt nicht. War doch da eben, oder? Gehen wir auf die Handelskarte hier. Warte mal, lass uns gerade hier zu Ende gucken. Okay, da muss noch was laufen. Wir sind auf Stufe 8. Okay, das dauert noch. Was haben wir hier? Erforschen wir den Übersee. Das sollten wir tun, damit wir weiter vorankommen. Dann können wir wenigstens Kolonien gründen. Ne? Das sollten wir auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Das hatten wir reingeguckt. Große Flotte. Er schafft eine Armee für unser Land. Wie viel brauchen wir denn dann? 75% Truppenlimit und wie viel haben wir Limit? 47. Also sind 30. Ja. 36 Armeen. Das hatten wir vorhin weniger. Die sind ganz schön teuer dann, ne? Wenn wir das machen, kriegen wir was? Baugeschwindigkeit und Unterhalt weniger. Ja, wir brauchen Armeen, so ist nicht. Wir nehmen es an. Das können wir verringern. Das ist nicht wild. Was haben wir hier? Habsübersicht. Kriegen wir hier was Schönes noch bei? Habseinfluss. Okay, da können wir dann da, ja, toll. Kriegen wir Steuereinnahmen, hört sich gut an. Legitimität, wie sieht es da überhaupt aus? 57. Wächst jährlich um 2 und hier, das ist immer am Abfallen, ne? 2,50 fällt das runter. Heiliger Krieg ausrufen, kostet 50 Papsteinfluss. Bringt mir nix. Stabilität brauche ich jetzt nicht. Oh, da will es Prestige geben, ne? Würde dann langsamer abfallen. Boah, sollte man das nehmen? Oder das? Was ist denn 15% hier? Sechs sind 10%. Das sind dann 3,9, ne? Also fast 4. Schon viel. Ich glaube, wir nehmen das Geld. Schließen. So, wo sind wir stehen geblieben noch? Hier nochmal rein. Das waren die Truppen, ist klar.
Ach so, die Stände haben wir auch noch, ne? Können wir denn hier so machen? Nix, ne? Kriegen wir ein paar Taler, verlieren Loyalität der Bürger. Okay. Hier, das wäre wichtig, ne? Dass wir schneller dazukommen. Was müssen wir denn da haben? Höheren Einfluss als 40. Einfluss ist da. So, Loyalität. Nehmen 5 Prestige, ne, das bringt uns alle nichts. Warte mal, Einfluss. Das war Einfluss, ne? Und dann müssen wir dem noch Land zuweisen, dann geht das, ne? Oder? Was brauchen wir dafür? Weltcharter. Ach, das Koloniewachstum, das brauche ich nicht wirklich, ne? Also brauche ich schon, aber nicht jetzt. Was macht das? Gibt's das bei denen auch? Ah ja. Okay, das geht sogar. Interessant. Okay, das müssen wir im Auge behalten, wenn wir dann hier... Wo war es? Hier, das hier haben. Also das müssen wir ansparen jetzt hier. 410 brauchen wir. Wir dürfen jetzt nichts anderes machen als das. So, und jetzt sind wir hier in den Häfen. 1,62. Und der schöpft da 2,87 ab. Hm. Das ist schon die Karte, klar. So, dann gehen wir mal in den Handel nochmal rein und gucken. So, da mal rein. Minus 6,42 geht da raus, okay. 2,53 liefern wir nach Ärmelkanal. Und wie sieht das hier aus? Wir liefern 0,83 nach Ärmelkanal, okay. Aber da haben wir einen Händler vor Ort. Wenn wir den dann noch reinsetzen, ne? Dann hauen wir den da mal rein. Und dann gucken wir, was dabei rumkommt, oder? Und weiterlaufen lassen. 2 ist weniger geworden. Die wollen da jetzt natürlich Frieden haben, würde ich aber nicht. Ja, die haben jetzt noch Frankreich besetzt. 66, okay. Aber hier, 3,69, hier steigt es doch, was wir übertragen, oder? Okay. Gut, ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Gehen wir in diese Ansicht. Ziehen die Leute erstmal zusammen. Einfach alle mal nach... Nee, nach London, nicht nach Kent, vielleicht besser. Anführer brauchen sie auch. Der ist ja noch da. So, gemeinsam. Und wir müssen eine Armee erstellen, hieß es, ne? Gut. Kommt wieder ein Friedensangebot. Das werden wir ausschlagen. Die wollen viel zu viel. Und hier müssen wir mal nochmal rein. Ein paar Taler haben wir. 2 Pferde und der Rest wieder Dingens, ne? 55. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. 36 Leute brauchten wir, um die Dingens zu erledigen, ne? Okay. Gut. Ja, gegen die Franzosen hier, 5-9, da haben wir keine Schnitte, ne? Also 9, das schaffen wir auch nicht. Wir müssen also anders expandieren momentan. Wie sieht das hier aus? Oh, und da kommen wir wieder hoch. Das können wir nicht steigern. Kriegsmöglichkeit wäre noch angefragt. Credo verlängert.
Da ist Meisterpräger gestorben und der Flottenreformer auch. Zock. Alle dahin. Und wieder einen. Nummer 12, das ist ein Drittel. Und das ist nix. 257, dann müssen wir noch kurz gucken, dass wir das hinkriegen mit 410, war das, glaube ich. Ja. Und dann müsste man gucken, wie man die Leute darüber kriegt, ne? Und der Flotte, wenn wir die wegnehmen, wer weiß, was dann hier passiert. Ein paar Soldaten müssen wir rüberziehen dann. Wie viel Geld haben wir noch? Aha. Handelsliga wurde aufgelöst. 5,96, ja. Wenn ich wieder Leute auswähle, wird das natürlich auch wieder so sein, dass ich, ne? Jetzt gibt es nur noch normale Pferde. Machen wir hier, das ist einfacher. So, die haben wir erstmal wieder. 12 Truppen. Ja, hier ist erstmal Sabbat. Da haben wir Handelsschiffe. Die fahren aber nicht. Weil die im Krieg zurückkehren müssen, ne? Obwohl, wir sind gegen Frankreich im Krieg. Eigentlich sollten selbst die 5 Truppen eine Chance haben, ne? Naja, wie viel Geld wollen sie? 175. Einer noch, wunderbar. Jetzt haben wir 18, was hat man gesagt? Ja. Das Doppelte brauchen wir noch. Kriegssteuern verlängert. Darlehen verlängert. 320 haben wir hier. Und wieder ein Friedensangebot der Franzosen. 175 bleibt's bei. Ja. Wir holen noch mehr Leute ins Land. Das hat anders keinen Sinn, glaube ich. So, ich glaube, da eins viel gemacht, ne? Passt schon. Korruption steigt jetzt dadurch wieder. Wie müssen wir denn da? Warte mal. 0,06, krass. Na, lassen wir erst. Das ist Aragon. Abziehen. Portugal. Abziehen. Okay. Spionagenetzwerk. Da kommen sie alle wieder. Jetzt haben wir 24, ne? Jetzt haben wir so ungefähr wie vorher. Aber jetzt wollen die schon mehr Geld haben, die Franzosen. Geschenk, schön. Credo verlängert. Ein neuer Kaiser. Und Ansprüche von Brabant erhoben. 365, dauert nicht mehr lange, dann können wir das machen. Da ist einer Sturmarmee-Organisator, das ist aber wer anders gewesen. So, hier ist Frieden. Oder Ruhe, erstmal Frieden ja nicht, aber... Gut, Geld spielt keine Rolle. 50 diplomatische Macht. Ich nehme die diplomatische Macht hier. Definitiv. Weil jetzt kommt der nämlich hoch und wir können das machen. Machen wir auf jeden Fall wegen der Koloniereichweite. Und jetzt müssten wir mal gucken, wie sich das denn hier gestaltet. Wir haben doch schon was erforscht, ne? Ja, hier sind wir doch schon, ne? Das müsste doch gehen. Ja, geht. So, dafür müssten wir aber unsere Truppen da einmal hinschicken. Aber die
Sache, denke ich mal, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.